behaupte einfach mal, dass die Setzlinge, die hier runterfallen, die fallen auch so runter, ob ich die jetzt nur mit der Krug abbaue oder eben nicht. Wobei, ich glaube, mit der Krug war es so gewesen, dass ein paar mehr rausgekommen ist, wenn ich mich recht entsinne. Ja, glaube ich zumindest. Ich kenne mich jetzt mit dem Modpack, wie gesagt, nicht ganz so aus. Aber es spricht alles dafür, dass es so ist. Ja, nur habe ich gedacht, wir kommen die Folge doch ein bisschen weit weiter. Ich meine, gut, wir haben eine Kleinigkeit haben wir hier geschafft. Also wir haben lediglich, uns einen Eimer hergestellt. Gib mal hier, da rutscht was runter hier. So. Ja, hier kam, also wir haben auf alle Fälle mal den Eimer fertig gekriegt. Wir haben uns das Wasser schon mal gesichert. Wobei, ich könnte mir natürlich auch sinnvollerweise jetzt eine unendliche Wasserquelle erstellen, um mir zukünftig den Regen ersparen zu können, beziehungsweise den Baten aufregen. Nicht, dass ich jetzt hier alles an Wasser verbrauche und dann nachher regnet es nicht mehr. Wobei das Biom ja hier offensichtlich, weil er hier im Normalfall gespawnt wäre oder sich erstellt hätte, tatsächlich. Obwohl, könnte man eigentlich doch sehen, oder? Wo wären wir denn jetzt hier eigentlich? Wir wären in, wo kann man das denn sehen? Wie war denn das hier? Integrate Shift, bla bla bla, Chunks, Multiplayer Chunk. In der Taiga sind wir, okay? In der Taiga. Ob man das nur so braucht oder nicht. Hier machen wir mal wieder rein hier. Alles ist mal weg. So, haben wir schon mal wieder zur Erde. So, was hatte ich gerade gesagt? Was wollte ich eigentlich machen? Sagen wir gerade ein bisschen kacke aus hier. So, was wollte ich eigentlich machen? Habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte gerade hab's gerade vergessen. Achso, ich wollte mir noch einen zweiten Eimer machen, um mir dann einfach, okay, das hat sich gerade erledigt, weil ich habe ja keinen Sand mehr. Doch, hab ich. Ich muss ja nur, müsste ich jetzt die Erde wieder komplett verbrauchen. Na gut. Können wir ja machen, ist ja nicht so schlimm. Denn Erde haben wir ja eigentlich genug. Eigentlich, wohlgemerkt. Würde aber eben bedeuten, man muss hier viel Holz farmen. Das heißt, so eine automatische Holzfarm wäre natürlich schon ein Hammer. Dazu bräuchte man aber auch so was wie einen Generator wahrscheinlich, der sich dann mit den Holzblöcken automatisch selbst versorgt, beziehungsweise man könnte dann daraus Holzkohle machen, mit Holzkohle den Generator betreiben und der Generator müsste dann halt irgendwie so eine Erntemaschine betreiben. So wäre das normalerweise im allgemeinen Modpack möglich. So, was haben wir jetzt hier nochmal? 12 Steine, Melonenkerne, Karotten und nochmal Oakseeds. Halt, das. Okay. Wo ist mein Hämmerchen? Hier. So, dann werden wir nochmal. Nee, ich bin ja bescheuert. Ich bin doch einfach nur bescheuert. Ich hab doch. Den Eimer war doch viel einfacher gewesen, Mensch. Wobei, ist auch blöde. Brauche ich eigentlich auch nicht. Brauche ich doch eigentlich auch nicht. Ich will ja auch keine Ressourcen verschwenden, aber ich merke gerade, ich bin. Wäre beinahe etwas verschwenderisch gewesen. So, wir werden mal, wo sind sie denn jetzt hin hier? Hallo? Hab ich nicht eben gerade? Ich hab doch eben gerade Half-Steps gemacht, bin ich bekloppt? Da sind sie doch. Okay, haben sich in die Kiste reingezogen. Naja, gut, okay. Könnte man die Barrels eventuell so ja wieder abbauen? Genau, ich werde mir jetzt eine unendliche Wasserquelle einfach erstellen. Barrels haben wir ja noch. Dann können wir das hier nämlich wieder abbauen. Und die werden wir mit Sicherheit noch sinnvoller verbrauchen. Oh. Das würde mich jetzt gerade mal echt interessieren,
warum jetzt hier keine. Oder warum ich jetzt hier beide abgebaut habe. Alter Verwalter, hätte ja auch schief gehen können. Na gut. So. Machen wir einfach hier hin. Ah, doch, können wir uns hier aufstellen. Das passt schon. So, den setzen wir dahin. Wo setzen wir jetzt die Wasserquelle hin? Da ist noch Wasser drin. Das möchte ich eigentlich ja nicht verschwenden. Eigentlich. Ach komm. Hier haben wir eigentlich genug. Gehen wir. Ja, doch. Machen wir diesen hier. Zack. Haben wir hier 1, 2. 1, 2. So, sehr schön. So, wo ist jetzt mein Eimer hin? Hätte ich wieder in der Kiste gelassen. Okay, das passt. Und. Okay, funktioniert. Wunderbar. Wasserquelle haben wir. Ist unendlich. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Dann können wir die nämlich eigentlich auch abbauen. Doch, die können wir eigentlich abbauen, weil wenn wir nämlich dann irgendwas brauchen, um das mit Wasser aufzufüllen, dann können wir nämlich theoretisch das uns aus der Wasserquelle holen. Unter der Voraussetzung und sprengt da keiner irgendwas kaputt. Das wäre nämlich äußerst blöd. Gut, na siehst du mal. Man kann ja auch mal Glück haben. Dann nehmen wir die hier weg. Dann haben wir eine kleine Produktionsstraße. Ist mir eigentlich auch sehr recht. So, dann werden wir mal gucken hier, ob wir jetzt hier die... Okay, das funktioniert wieder. Ist natürlich schon echt kritisch, wenn... hier ab und zu mal doch... ein Loch entsteht. Dann werden wir hier noch eine Fackel raufsetzen. Das werden wir uns mal noch gönnen. So, haben wir den hier auch. Und damit haben wir hier eine schöne kleine Produktionsstraße. Ach, und die Welt ist in Ordnung. So, mitgenommen. Das brauchen wir. Das wollen wir behalten. Die Barrels, die Bäden, die setzen wir erstmal wieder oben wieder rein. Den haben wir hier. Ja, gucken wir mal. So. Wir brauchen sowas wie einen Generator. Einen Kohlegenerator, der war aber relativ teuer, der von Ender.io, der funktioniert ganz gut. Dazu brauchen wir auch nicht allzu viel, außer Stein, Stein, Stein. Genau, der war eigentlich nicht verkehrt. Gucken, ob die Rezepte sind. Dazu brauchen wir eigentlich nur ein Eisen und ein Redstone. Okay. Das Eisen kam jetzt woraus? Woraus kam das Eisen? Das Eisen, das Eisen. Finden wir jetzt hier die Teils? Nee, finden wir nicht. Okay. Okay, okay, okay. Okay, so. Iron kriegen wir. Ah, aus einem Heavy Sieve. Was? Willst du mich verscheißen? Was ist das denn jetzt? Gibt hier noch andere Varianten? Okay. Oh, das heißt ja wirklich alle komplett einmal durchhämmern hier. Okay. Wobei die Sackmill wäre schon wieder am effektivsten, weil wir einfach aus zwei... Oder kriegen wir einfach zwei heraus. Willst du mir jetzt tatsächlich erzählen... Compressed Sand. Ex-Compressum. Was soll das denn, Mann? Was soll das denn? Gibt es denn hier noch andere Varianten? Legierungsschmelze, Gießen, Furnace, ist klar. Elven Trade. Das sieht mir schon wieder nach... Was ist das hier? Botania? Diese Tun geht mir nie aus dem Kopf. Hühnerdrops, Lootbags. Ah! Und Lootbags kommen eigentlich von Mobs. Also böse Mobs. Okay, okay, okay. Hat das mit diesem. Halt, hier war das. Genau, hier war das. Iron Piece. Iron Teile, Eisenteile.
Wie kriegt er jetzt komprimierten Sand her? Hilorium? Hilorium? Extreme Reactors gibt's hier auch drauf. Okay. Na, alter Verwalter. Warte mal, das ist ja Quatsch. Ich brauche einfach nur Sand durch. Den Lead haben wir doch aber aufgrund von das draus gekriegt. Und Eisen scheint auf derselben Ebene zu sein. Okay. Warte mal, das werde ich mir nochmal ganz kurz mal irgendwie versuchen. Das ist nochmal das Sieb. Das war aus Kies und Silber war aus Sand. Halt, dann müssen wir noch umgekehrt machen. So, das war Kies, das war Sand und das kam aus Dust raus. Boah, alter Verräter. Na, das wird ja echt ein Highlight werden hier. So. Das heißt, ich muss hier echt nochmal Sand, Erde herstellen. Boah. Ich gehe auf Nummer sicher und werde mir jetzt noch ein Hämmerchen erstellen. Warum mache ich mir jetzt gerade schon wieder Sticks? Ich hatte auch Sticks noch ohne Ende. Egal, reden wir nicht drüber. Okay, das ist mein Reservehammer. Den werden wir auf alle Fälle behalten. Den haben wir hier. Und dann werden wir noch ein bisschen hiervon durchhämmern müssen. Na toll. Mal gucken, was bei rauskommt. Schiff? So weit wie Weinmeiner gibt es so wirklich nicht, oder? Für die 1.10? Müsste ich jetzt echt mal schwindeln? Ich habe noch nie in meinem Leben, in den ganzen Jahren von Minecraft, irgendwie Weinmeiner benutzt. Ich weiß, dass es das gibt. Aber tatsächlich habe ich das noch nie irgendwie in irgendeinem Modpack mal benutzt. Beziehungsweise war ich auch noch nicht wirklich irgendwo drin, oder? Irre ich mich da jetzt? Was passiert eigentlich, wenn man jetzt hier das zerkloppt mit dem Hammer? Okay, gar nichts. Gut, dann würde ich sagen, drückt mir mal die Daumen. Ah, das habe ich eh zu viel. Ich wollte gerade mal gucken, ob man aus neuen das, ob man die komprimieren kann. Weil normalerweise ist es ja so. Oh, da war gerade noch ein bisschen Knochenmehl. Brauchen wir ja auch bloß 7 Stück für. Okay, auf alle Fälle kriegen wir hier ein bisschen was an Erzteilen raus. Allerdings sind mir die Farben noch nicht so geläufig. Alter, das ist ja wirklich unergiebig vom Verhänzen. Also Eisen, na siehste. Na, läuft doch langsam. Ist doch gar nicht mal so falsch. Okay, also Eisen kriegen wir auch aus Sand, aus Dust raus. Aluminium kriegen wir da raus. Silber kriegen wir auch aus Dust raus. Heißt sie wirklich alles aus Dust machen? So, haben wir schon mal einen Teil davon. Na super. Hilft uns aber auch nicht so weiter hier. Normalerweise müsste ich hier auch so ein, ja, so ein Deckel rüberziehen, beziehungsweise müsste ich hier so eine Begrenzung bauen nach oben, dass die Bäume nicht so elendig groß werden. Und da habe ich mir überlegt, das wäre doch eigentlich ideal, wenn ich denn direkt oben drüber eine Mobfarm baue. Erstens ist der Chunk dann geladen. Muss ich halt nur einen gewissen Abstand beachten wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es in der 1.10 mittlerweile ist, ob es da jetzt Unterschiede gibt. Und ja, ich hätte ein Dach für die Bäume, dass die halt nicht so groß wären. Und das wäre doch tatsächlich eine Win-Win-Situation. Sollte man vielleicht nicht vernachlässigen. Okay, der ist nicht ganz so heftig. Der fing schon mal ganz gut. Ich hoffe, dass mir jetzt ja kein Setzling oben auf dem Dach irgendwie liegen bleibt. Wobei, bei meinem Glück würde es wieder so sein. Aber gut, wenn es nur ein Setzling ist, dann ist es nur halb so wild. Es gibt, glaube ich, Schlimmeres. Nehmen wir halt erstmal so hin. Auf alle Fälle brauchen wir ein Eisen und ein Redstone. Den Rest machen wir aus Stein. So, haben wir den hier, haben wir den. Warum habe ich jetzt hier gerade noch einen freien Platz gehabt? Weiß ich nicht. Ist mir auch gerade egal. Okay, das kann hier oben die Spawn. Ist mir gerade wurscht. Dann werden wir echt nochmal Erde herstellen. Alter Verräter.
Aber das sind, glaube ich, dann die Momente, zumindest jetzt noch am Anfang, wo sich eine Timelapse tatsächlich rentieren und rechnen würde. Denn ich glaube nicht, dass irgendjemand Lust hat, hier stundenlang zuzugucken, wie ich denn hier Grünzeug abhämmer. Zumal ich hier auf dem oder in dem Modpack hier alleine spiele. Ich bin nur gerade dabei, im letzten Projekt. Eigentlich ist ja City Build 4 noch nicht wirklich abgeschlossen. Eigentlich, wohl ihr merkt. Bin aber dabei zu schauen, ob man nicht irgendwie schon die fünfte Staffel vorbereiten kann. Ich hatte auch einen aktiven Zuschauer, der sich gemeldet hat, der gerne mitspielen wollen würde. Möchte ich auch ja nicht ablehnen. Ganz im Gegenteil. Freue mich so ja drauf. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich möchte gerne bei dem 1.10er Modpack bleiben, denn ich finde die tierisch interessant. Hatte ich übrigens schon letzten Mal erwähnt. Ich finde die 1.7er Modpacks, die sind für mich nicht ausgelutscht. Also bei weitem nicht. Da ist immer noch viel zu entdecken. Da ist noch vieles, was ich zum Beispiel ja nicht gemacht habe, wie Botania und so weiter. Ich hatte auch ein einziges Mal erst in meinem Leben mich mit Blood Magic beschäftigt. Allerdings war es auch ein Modpack, so wie hier. Auch eine Skyblock World. Habe ich gerade vergessen, wie das heißt. Project Red war das, glaube ich, nicht. Wie hieß denn das? Hatte jedenfalls so einen ähnlichen Namen. Irgendwas mit Rot war das, glaube ich, gewesen. Und da konnte man denn, oder da musste man mit Blood Magic arbeiten. Das war darauf auch ausgebaut. Schweres Wort. Möchte ich allerdings, ja, also muss ich jetzt hier nicht unbedingt als Basis haben, aber warum nicht? Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass in den 1.10er Modpacks eben viele neue Mods gibt, die ich vorher so noch ja nicht kannte. Ich weiß, dass der ein oder andere existiert hat, wie Immersive Engineering. Bei Actually Editions bin ich mir nicht ganz so sicher. Mystic Agriculture oder so ähnlich. Das habe ich schon mal gelesen. Das heißt, das gab es vorher auch schon. Würde ich auch unheimlich gerne benutzen, weil mich das dann doch, wie gesagt, an Magical Crops erinnert. Und den Mod habe ich geliebt. Also man konnte tatsächlich ohne Technik, konnte man sich alles herstellen, was man wollte. Mit ein bisschen Geduld natürlich, ist ja klar. Warum sieht der Baum irgendwie anders aus? Spidet Eich, warum ist der grün? Warum ist der so komisch grün? Ah, naja, gut. Ja, genau. Also es gibt alte Mods, die ich unbedingt wiederverwenden möchte. Klar ist Extreme Reactors ist hier auch wieder mit dabei. Würde ich auf alle Fälle nutzen wollen. Setzt natürlich voraus, dass man genug Helorium hat. Was hier ein bisschen schwierig sein dürfte, das Helorium ranzukriegen. Dazu müssen wir wirklich einige Sachen automatisieren, wie eben zum Beispiel das Durchhämmern, das Durchcraften hier, das Durchbrennen. Ihr wisst schon, was ich meine. Also die Automatisation ist hier das A und O, wie es aussieht. Hat sich auch daran nicht geändert. Was die ganze Sache natürlich auch so wahnsinnig interessant und spannend macht. Also ich bin ja so ein Fan davon, oder bin eigentlich kein Fan davon, wenn man immer wieder das Gleiche macht. Bin aber selber auch in den Trott verfallen, dass man immer wieder das Gleiche, die gleichen Mods benutzt, einfach nur, weil man sie auch kennt und weiß, was ihn erwartet. Aber, das macht die ganze Sache denn vielleicht auf Dauer auch nicht so spannend. Es soll ja vor allem mir auch Spaß machen, das Spielen. Ich meine, ich weiß, ich habe so im Schnitt ungefähr so, im Nachhinein um die 20 Aufrufe auf meine Videos, was überhaupt nicht viel ist. Also das ist eigentlich noch weniger als wenig, was aber auch völlig in Ordnung ist. Solange die 20 Zuschauer auch die Videos regelmäßig schauen und was dabei mitnehmen, beziehungsweise eben was daraus lernen oder man auch mit den paar Leuten zusammenspielen kann, im Sinne von, einer doch kleinen, überschaubaren Community, was mir sehr gut gefällt. Ne, hab auch schon ein paar Mal gesagt, was nützen mir 500.000 Abonnenten oder mehr, wenn die Videoaufrufe sich dann vielleicht so auf, 40.000, 50.000 belaufen. Das heißt ja, dass wirklich nur minimaler Bruchteil oder Anteil an Abonnenten auch wirklich meine Videos schaut. Da ist mir nicht wirklich geholfen. Lieber 10 echte Abonnenten und Zuschauer als 100.000 und dann gucken trotzdem bloß 10 zu. Ja. So, zack, zack.
So, ne, auch hier der freundliche Hinweis, ich bin auf die hohen View-Zahlen oder Klickzahlen überhaupt nicht drauf angewiesen, denn für mich ist die ganze Sache hier wirklich nur Spaß an der Freude. Es ist für mich nicht existenzwichtig, denn, wie gesagt, ich habe einen normalen, festen Real-Life-Job. Ich brauche keine... geht das hier so? Nee, komme ich nicht an. Ich brauche keine Millionen von Views, um irgendwie zu überleben und müsste dann irgendwie Existenzängste haben oder irgendwas. Brauche ich nicht. Ein Feuer machen. Es ist wirklich nur Spaß, eine Freude. Und so soll es auch bleiben. So, haben wir den hier auch noch voll. Den machen wir auch noch voll. Den letzten kriegen wir nicht ganz voll wahrscheinlich. Nö, kriegen wir nicht. Aber auch nicht schlimm. Wo sind wir da? So, haben wir wieder 12 Apple. Die können auch wieder rein. So, Erde haben wir hier auch noch ein bisschen was. Ja. Naja. Ich würde sagen, ich werde jetzt wieder zwischen den Folgen, werde ich ein bisschen, ja, farmen. Also wieder ein bisschen Holz besorgen und wieder ein bisschen Erde bereitstellen und so weiter. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ja, den Baum, den nehme ich jetzt hier noch mit. Denn im Moment kommen wir jetzt hier tatsächlich nicht weiter. Ohne Redstone und ohne Eisen. Bei Eisen ist jetzt gerade kein Problem. Das ist gerade überhaupt kein Thema. Wobei, wenn ich jetzt hier oben drüber die Mobfarm baue, dann kriege ich ja auch automatisch Rotten Flesh. Und bei Rotten Flesh bin ich mir fast sicher, dass ich die genauso in die Barrels schmeißen kann, wie auch die Setzlinge. Denn die ganze Zeit jetzt hier nur Setzlinge abholzen, muss man mögen. Okay, haben wir also die Setzlinge, haben wir jetzt hier auch wieder 5 am Start. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Hier haben wir noch ein bisschen Eichenholz. Naja. Es wird. Ja. Würde ich jedenfalls so sagen, machen wir es so. Ich werde mich wieder schön hinstellen, werde wieder Holz farmen ohne Ende. Vielleicht begegnet mir ja nochmal so ein komisches, hässliches Vieh vom letzten Mal. Wobei im Moment ist ja... Nee, im Moment habe ich keinen Block übrig, wo drauf irgendwas spawnen könnte. Entweder habe ich einen Setzling drauf oder eine Fackel. Ich weiß noch nicht, ob auf Kisten irgendwas spawnen kann. Wobei hier dürfte wiederum die Fackel das ausleuchten. Ich weiß es nicht. Ja, doch, so werden wir das machen. Muss ich gerade nochmal kurz überlegen, aber doch, machen wir es so. Den Baum mache ich jetzt hier noch weg. Das Schöne ist, dass wir hier Apple haben ohne Ende. Sprich, also an Hunger dürfte ich hier zumindest nicht sterben. Das fände ich schon mal richtig gut. So, machen wir den hier noch. Dann werden wir hier wieder so einpflanzen. Dann ist der nächste gespawnt. Naja, geht ja doch einigermaßen zügig voran. Na gut, ich würde sagen... Ich bedanke mich wieder mal für Zuschauen. Ja, machen wir mal den dahin. Über meinem Kopf könnt ihr mich abonnieren, sofern ihr das möchtet, falls ihr das noch nicht getan habt. Rechts und links sind 2 Videos verlinkt, welche weiß ich nicht. Habt da jetzt keine gezielten vor Augen. Lasst ihr einfach YouTube machen. Ja, sehen wir uns morgen wieder, meine Freunde. Und tschüss.